Scheiße, darf das Holz vom Baum den Zaun berühren? Ich glaube ja. Liebe Zuschauer, ich weiß da nicht. Ich weiß das echt nicht. So, die Insel ist von oben schon mal safe. Jetzt geht's runter zur nächsten Insel. Aber mit gerüstet, ausgerüstetem Cobblestone natürlich. So, hallo? So, jetzt war ich ganz schön still, auch an die Zuschauer. Tut mir leid. Erzählt mal ein bisschen was. Erzählt mal irgendwie eine Story, die ihr jetzt irgendwie erlebt habt, weil ich kriege so gut wie gar kein Wort mehr aus dem Mund. Deshalb wird jetzt mal der Sebastian oder der Niklas euch eine Story erzählen, die einfach total genial fand mal in ihrem Leben oder von irgendeinem Spiel, wo sie gesagt haben, wow. Dass es sowas gibt. Also, fangt an. Oh Gott, fällt mir eigentlich gar nichts ein. Ja. Das beschreibt es sehr gut, Mann. Und ich wollte es gerade sagen, weil normalerweise hat man eigentlich immer gute Storys auf Lager. Immer. Irgendwo hat man immer eine Story, die man echt total genial fand. Deine ersten Weibererfahrungen. Du kommst ja jetzt so in das Alter, wo ihr mit Mädels zu tun habt. Wie ist das für dich so als 15-Jähriger? Achso, Entschuldigung, 16-Jähriger. Oh, dann ist aber spät dran, Mann. Ja, in Bayern zünden die halt immer so ein bisschen spät. Ey, der macht dich fertig, Mann. Hau mich nochmal und ich mach dich platt. versuche es. Mach's nochmal und... Ich hab schon wieder kein Holz. Tja, besser du als ich. Sag ich immer wieder. Nee, so eine Story. Fängst ja jetzt gerade so mit Thematik Weiber bei dir an. Wie waren die ersten frechen Weiber? Die du so erlebt hast. Naja, bis jetzt eigentlich habe ich noch nicht so viel erlebt. Ja, okay, mit 16 habe ich mich auch nicht mit einem so zufrieden gegeben, aber du kannst dich auch hier ruhig outen und sagen halt, dass du in Wirklichkeit gar keinen Bock auf Frauen hast. Ich doch, eigentlich so schon, aber ich komme halt nicht dazu. Er kommt nicht dazu, wie zum Zug oder? Ich kann nur zu Hause sitzen, Alter.
Ja, du musst auch mal zum Zug kommen, ne? Bei Frauen muss man heutzutage, wie Niklas vorhin schon sagte, erst geben sie sich mit den kleinen Dingen zufrieden, aber danach wollen sie ja halt große Sachen. Erst. Und danach sind sie weg, danach sind sie weg. Erst fangen sie an mit dem kleinen Finger. Da fangen sie ein bisschen dran rumzunuckeln. Irgendwann ist es dann Und der dann ist ganze dein Finger. Haus und dein Auto weg. Richtig. Das ist der schlimmste Fall. Hä? Von welchem Haus und welchem Auto redet ihr? Was, über was sprecht ihr denn da die ganze Zeit? Wir reden in Metaphern, falls du das nicht verstehst. Ich würde sie ja gerne aufmalen. Oh, ach doch, ich kann dir die morgen gerne mal aufmalen, wenn wir uns treffen. Oh nee. Nee, heute, du Idiot. Oh, tut mir leid, ich verstrahlt habe. Wie komme ich denn nur auf morgen? Ist Bin ich so. ja schon längst im Urlaub. Der macht auch nur nichts anderes außer Urlaub, ey. Was? Das ist ja mein erster Urlaub, ja? Nach anderthalb Jahren. Ich sag doch, nur Urlaub. Nur Urlaub am machen. Aber die haben mich auch nur in Urlaub geschickt, weil der Küchendirektor auch im Urlaub ist. Von daher. Kann die Küche ruhig absaufen. Richtig. Ja, verreckt wieder. So. Wir haben hier eine Eisquelle, ne? Die Insel dürfen wir ja nicht abbauen, das ist behindert. Und alle Ja, Zuschauer B. so sind halt die Spielregeln, ne? Das sind keine Spielregeln, das ist Verarscherei. Doch Bäume wächst. 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 Nein, wächst. Wie Dann das wächst. Wachsen. Dann lass mal einen Baum wachsen. Also ja, einen Baum wachsen lassen kannst du ja, aber Baum wächst nicht. Weil das ist ja keine Kerze. Weißt du, der einzige lacht, weißt du, ist der Bayer, ey. Ohne Mist, gibt's in Bayern keine guten Witze oder warum lacht ihr über so Doch. schlechte Witze? Ich habe jetzt nicht über den Witz gedacht, sondern über dich. Ja, wie er jetzt raushauen muss. Scheiße. Dankeschön. Ich hoffe, du stirbst. Oh. Das war ich Du hast nicht. mich gekillt, du Spaß. Nee, habe ich nicht. Ich habe dich noch nicht mal Natürlich. berührt. Ich sehe doch durch, steht dort. Hier, ich habe deine Spitzhacke. Also, das war alles, was ich retten konnte. Ah ja, und hier Melonen. Ich auch noch 15 Stück gerettet. Ah, hat er dich eiskalt da runtergeschmissen oder was? Nee, ich bin in die Lava gefallen und dann hat er mich geschlagen. Ich hab dir einen Popo-Klatscher gegeben. So von wegen gutes Gelingen. Genau. Jetzt einmal so ein Klaps auf den Hintermann. Genau. Also doch ein wenig schwul. Es brennt dir schon wieder, ey. Fick dich doch. Ich hab dir nur einen Klaps gegeben. Gutes Gelingen, hat Niklas doch gerade noch gesagt. Hätte ich Ja, halt ich gebe machen dir auch sollen. gleich einen Klaps. Was ist Soll der ich dir morgen Meister? von mir einen Klaps geben? Holztreppen muss ich auf jeden Fall noch craften. Also, boah, ich bin so vom Bildschirm am Weggucken, dass ich noch nicht mal mehr großartig mich auf den Fernsehen konzentrieren kann. Der Niklas beschwört gerade die Bäume. Ja, Mann. Der Baumbeschwörer. Vorsicht, dass du nicht darunter fällst. Wollen ja hier keinen Unheil anrichten. Baumbeschwörer. Oh, da unten ist ein Zombie. Wo auf meiner Plattform? Hier unterhalb.
Weißt du, er kommt rein und kriegt Level. Was ein Assi. Warte da. Als Entschädigung. Was? Schau in dein Inventar. Mit Cobblestone und Dirt zugeworfen. Nee. Hä? Ah, Rotten Flesh, du Arsch. Oh, vorsichtig. Sorry. Wollte mit abbauen. Alter, ein Herz, Junge. Junge! So komplett behindert. Ich hab ein Herz, einen Hit und ich bin tot. Verpiss dich, ohne Scheiß. Ich werde dich nur noch killen, ich sag's dir. Du spawnst. Ich schlag mich nicht immer in die Lava. Ich hab dich gerade nicht in die Lava geschmissen. Nein. Ein Typ, Alter. Wir werden heute auch nicht so lange machen. Der Niklas wird sich dann bald verabschieden. Ich muss Schlaf nachholen. Ich krieg auch sonst keine richtige, vernünftige, gute, schöne Aufnahme zustande. Man kann ja dann gucken, ob man... Einfach, wir haben 18 Folgen. Du bist nur 2 Wochen im Urlaub, ne? Ja. Niklas? Ja, guck. Dann haben wir jetzt 18, 19, 20, 22 Folgen, 22 Tage und es wird nur von Montags bis Freitags hochgeladen. Also, habe ich 4 Wochen Videos. Mach dir mal keine Sorgen. Da können wir dann keinen Baum, können wir ja mal Pause machen und einfach dann irgendwann weiterspielen. Die Map läuft ja nicht weg, ich werde die ja nicht starten oder sonst irgendwas. Haben die Zuschauer ein bisschen das gesehen? Dann sind wir wieder am Aufnehmen, wenn die Leute ungefähr Folge zum 16 sehen, sind wir dann wieder normal am Aufnehmen. Dann können wir auch mal gerne wieder 3 Stunden aufnehmen, wie jetzt gestern und vorgestern. Also gestern. Aber heute kriege ich das einfach nicht mehr hin. Ja, frag mich mal, Mann. Ich krieg sonst... Ich konnte wenigstens ein bisschen schlafen, ja? Ja, du hast 1,5 Stunden Schlaf. Ich hatte 0 Schlaf, 0,000. Wenn ich wenigstens den Schlaf gehabt hätte bei der Alten im Bett, aber hast du da ja auch nicht. Herr Niklas, wo fährst du eigentlich hin in Urlaub? Wie jedes Jahr nach Holland. Wie? Da habe ich ein Segelbötchen stehen. Damit schipper ich aufs Meer. Nett. Und dann ziehst du dir mit einem Holländer einen durch, oder? Aber sowas von. Feinstes Haze, dann kommen wieder die Haze-Geschichten. Wenn er aus dem Urlaub ist. Ah, davon hätte ich genug Stories, Jungchen. Aber die kann ich ja nicht hier erzählen, weil man weiß ja nicht, ob die schon 18 sind. Naja, vor allem die Zuschauer. Vor allem YouTube freut sich wieder. Ich würde gerne mal nach Norwegen zum Fischen. Das war ich nicht jetzt, das war ich immer noch nicht, das war ich immer noch nicht. Aber das war ich. Nee, das ist einfach zu blöd zum Farmen. Apropos Farmen, ich geh mal zu meinem Feld rüber, mal gucken, was da so. Oh! Ja, freilich! Wir wollen deine Bäume nicht mehr so wie die wir das wollen. Wie sieht denn deine Farm aus mittlerweile? Hier fehlt eine Melone. Wollen wir Kürbis abpflanzen? Können wir. Habe ich auch was Produktives getan. Das erste Produktive in dieser Folge. Das ist echt so.
Ey, du musst doch mal gucken, ob man die schon abpflanzen kann, Mann. Konnte ich. Das interessiert den nicht. Ja, ich merk schon. Ich konnte alles abpflanzen, was da war. Da schau, die waren nämlich nicht alle reif. Da war eigentlich keine von denen reif. Schau es an. Wie schau an? Du kannst immer essen, hier fehlt eine Haut. Ja. Was machst du da? Lass die Finger davon. Wofür machen wir das denn, ey? Da soll ja bitteschön ein Kürbis wachsen. Aus Stone wächst er nicht. Ins Beet hinein wächst er auch nicht. Oh, hey, Bäume. Like. Ja. Was ist denn das da hinten auf der Insel? Sieht aus wie noch eine Dörrinsel und daneben ist noch eine kleine. Ich hätte jetzt voll Bock, mich darüber zu bauen. Nepp, aber leider nicht mal heute. Wir werden eh nicht die Tropeninsel ansteuern. Wir, Niklas und ich, hatten irgendwo anders noch eine Insel gesehen. In Richtung, ich glaube in die Richtung, wo du gerade läufst, Sebastian. Ach, die mit dem Haus? Aber mit dem Special oder, ja, ist hier, okay. So, warum seid ihr so still? Ich war gerade im Baum. Und da brauche ich ein bisschen mehr Konzentration. Und ich sterbe hier. Ich würde sagen, an die Zuschauer, wir werden jetzt gleich hier appellieren und einen Cut machen. Ich werde jetzt mal schon mal zwischenspeichern. Dann gehen sie hier nämlich so keinen Sinn. Und dann würde ich sagen, ich lade euch mal eben ein nochmal neu, ja? Euch beide. Okay. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir alle wieder so ein bisschen fitter sind. Und haut da rein, euer Lightning MP. Ciao, ciao.